hebt man diesen Körper anhand einer Kraft F, deren Stärke durch das Dynamometer angezeigt wird, bis auf eine gewisse Höhe H, so hat man eine Arbeit verrichtet und diese Arbeit ist in dem Körper als Potentialenergie gespeichert. Zieht man diesen selben Körper aber längs einer schiefen Ebene bis auf dieselbe Höhe, so kann man feststellen, dass der Weg viel weiter ist, aber die Kraft, angezeigt durch dieses Dynamometer, ist kleiner. Sieht man von Reibungen ab, muss man mit einer Kraft F1 die Gewichtskraft G überwinden, um die Masse M bis zur Höhe H zu bringen. Und es gilt, die potenzielle Lageenergie, die sich dann in diesem Körper befindet, ist gleich zur verrichteten Arbeit, das heißt gleich zu Kraft mal W. Hier ist F1 gleich zur Gewichtskraft G. Hingegen verrichtet man dieselbe Arbeit, aber dieses Mal längs einer schiefen Ebene mit Länge groß L, so gilt, die potenzielle Lageenergie, die dann in diesem Körper gespeichert ist, das heißt genau dieselbe wie da, ist gleich zur verrichteten Arbeit, das heißt Kraft F2 mal W L. Daraus können wir also schließen, dass F1 mal H gleich ist zu F2 mal L, also so. Aber diese Höhe H ist kleiner als diese Länge L. Und da diese zwei Produkte gleich sind und H ist streng kleiner als L, ähnlich wie bei diesen beiden Produkten, beide Produkte sind gleich, sie ergeben ja beide 12, aber diese Zahl ist streng kleiner als diese. Und deshalb muss diese 3 streng kleiner sein als diese 6. Also aus dieser Gleichheit von den zwei Produkten und aus dieser Ungleichheit können wir sofort schließen, dass F2 streng kleiner sein muss als F1, wie eben am Dynamometer abgelesen. Die Kraft, die hier anzuwenden ist, die Kraft F2, ist streng kleiner als diese Kraft F1, die hier anzuwenden ist. Wir behalten die goldene Regel der Mechanik, was an Weg hinzugefügt wird, wird an Kraft gespart. Das heißt, hier ist der Weg zwar länger, aber dafür ist die Kraft kleiner als da.